Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück zu No Man's Sky mit Salome und Ragomir. Hi. Ja, wir haben jetzt offline ein bisschen was gemacht, weil erst musste ich auf Klo, dann mussten die anderen zwei auf Klo, dann wurde eine noch angerufen und ja, ich habe die ganze Zeit irgendwie versucht, mich am Leben zu halten, so ein bisschen mein neues Schiff zu reparieren und habe einen kleinen Freund gezähmt, der gerade irgendwie nicht hinterherkommt. Ich habe nur verkauft. Ich hab aber jetzt bin ich auch schon im Weltraum und könnte die Nachricht abhören. Würdet ihr denn jetzt auch, oder? Kannst mal versuchen. Ich wollte erstmal das Multiwerkzeug machen. Ja, Entschuldigung. Oh, ich langweil mir. Also meine Startdüsen und mein Impulsantrieb funktionieren. Ich kann also fliegen. Aber mein Warp-Angriff, den muss ich noch reparieren. Warp-Angriff? Ja, mein Warp-Angriff. Mein Warp-Antrieb, nicht Angriff. Oh, habe ich Angriff gemacht? Ja. Ja, ich habe vorhin bei meinem Multiwerkzeug auch einmal den fortgeschrittenen Minenlaser gebaut, das Kraftfeld gebaut. Ich habe alles gebaut. Weil ich alles dafür hatte und mir langweilig war. Und das Kabel, der Kabelbaum kriegen wir unten, ne? Kaufen. Ja. Den kriegst du nur, wenn du nach Amstadt so rasch. Hat zufällig einer von euch noch irgendwie 43 chromatisches Metall? Nein. Ich habe 12, aber ich habe Milliarden Kupfer in der Tasche. Weil ich bräuchte noch welche, damit ich mein Schild reparieren kann. Ich habe noch eine tragbare Raffinerie und ich habe noch ganz viel Kupfer. Also ich könnte das, aber ich... Weißt du was? Ich fliege zurück in die Raumstation und dann porte ich mich nach Hause. Komm du auch mal nach Hause. Mhm, okay. Dann kann ich dir das machen. Da fliege ich jetzt erstmal zu einer meiner Basis. Basen. Basises. Wo auf jeden Fall irgendwo. Wo bin ich? Ach, da bin ich. Auf jeden Fall irgendwo hin, wo ich mich teleportieren kann. Zu den Basisen. Basisen. Hui. Ich kann mein altes Schiff nicht mitnehmen. Ich habe es versucht zu rufen, aber das hat keine Startenergie mehr. Ups. Naja, was kommt ja mit dir mit, wenn du dich portest? Ich glaube das alte nicht. Ich glaube nur das neue tatsächlich. Das neue hast du doch noch gar nicht zu Ende gebaut, oder? Nee, aber ich habe doch gesagt, ich habe so weit repariert, dass ich mitfliegen kann. Echt? Ja. Oh, cool. Hast du da einen Außenposten gebaut? Nein. Soll ich nochmal runter und soll einen Außenposten bauen? Wo das neue ist? Damit wir da auch uns das bauen können, damit der Zeit, ja. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kriegt. Oder ob das nur einmal da ist, ich weiß es nicht. Aber weiß ich auch nicht. Aber da gibt es mit Sicherheit noch viele, viele, viele andere überall. Falls nicht. Ich meine, ich kann doch mal runter, kann da gerne mal eine Base anfangen. Nö, alles gut, Quatsch. Okay. Ich dachte nicht, dass das so leicht ist, das zu machen, deswegen war ich verwirrt jetzt gerade. Ja, die ganzen kaputten Sachen, die wohl noch mit dabei sind, da stand unten dabei, hat keinen Einfluss auf die Grundfunktion. Die, sieht aber noch anders aus und hat mehr Inventar, oder was? Ja, genau. Und die Sachen, wo da halt als kaputt drin liegen, sag ich mal, die blockieren halt nur den Lagerplatz, sag ich mal. Die verschwinden dann, wenn du es repariert hast. Aber auf die Grundfunktionen haben, wie jetzt das Fliegen, Hyperantrieb und Co., hat das keine Auswirkungen. Sieht wahrscheinlich cooler aus, ne? Ich denk's mal, ja. Musst du mal hier jetzt mal hier rankommen, du? Ich will das mal sehen, du. Ich habe hier so eine Nachricht, so eine Priester-Entität. Ja, noch nicht. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Oh, okay. Ich hab's jetzt gestartet, leider. Ja gut. Ich habe vorhin auch schon vorgelesen, wo ich ja, das noch weil hatte. Das genau jetzt die Quest aktiviert. Wenn die Nachricht fertig ist, ploppt der Todesstern vor dir auf. Oh, okay. Kann ich denn trotzdem fliegen? Nö. Wir können uns die Nachricht auch hier unten anhören. Ja. Ach, geht das auch? Weiß nicht. Eigentlich nicht. Ansonsten kommt halt mal schnell hoch, macht das. Wir müssen ja, glaube ich, gar nicht direkt hin oder so, ne? Ja, weiß doch, es. Ja, weil ich dir jetzt hier ganz viel Kupfer reingehauen habe, dann lasse ich das mal sein. Das mal ein. Dann kommen wir mal in die Luft, dann machen wir das jetzt halt zuerst. Dann musst du halt warten mit deinem Schild.
bin da. Hallo, Mee, klang voll begeistert. Yep. Ich habe euch total unterbrochen bei dem, was ihr gerade gemacht habt. Das tut mir leid. Ja, und jetzt? Jetzt habe ich gar keine Quest mehr. Ja, ist überhaupt. Hm? Ist jetzt die Identität überhaupt gelesen? Wieso feindlicher Scan? Willst du mich verarschen? Oh Mann. Bei mir steht Atem Identität. Wir haben dein Signal empfangen. Ist es Ersteres? Ist es Letzteres? Ja, das habe ich auch. Jetzt bin ich auch gescannt, glaube ich. Oh oh, ich auch. Ach, leck mich doch am Arsch. Das ist unser Planet hier. Ja, muss ich jetzt irgendwas klicken, aber ich habe, oder? Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Meine Quest, ich habe keine mehr. Ist weg. Ja, du musst einfach nur aufs X drücken und auf die Nachrichten. Ja, was für Nachrichten? Ja, auf X. Du hast eine empfangene Nachricht auf X und dann kannst du eine Nachricht abspielen. Ja, ich kann gerade gar nichts, weil ich verfolgt werde. Ja, ich komme jetzt genau drauf zu. Der Todesstern ist vor mir aufgeploppt. Ihr müsst einfach fliegen, dann kommt er. Ah, okay. Zeit für die Wahrheit. Du verfügst über das Signal, aber du bist nicht die Artemis-Identität. Mm-mm. Die Wahrheit sagen. Ich bin jetzt sagen. Da. Es ist genau vor mir aufgeploppt auf einmal. Ist leider bekannt. Wir haben schon einen Kontakt aufgenommen, glaube ich. Das wäre ein guter Zeitpunkt, um an Bord zu kommen, oder? Damit wird dich Standardgenes willkommen heißen können. Ja, genau. Und jetzt ploppt's auf hier. Ja. Seid ihr auch schon da? Nein. Nein. Oh Gott, ist das voll hier an. Ich bin gleich da. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo die sein soll. Bei mir ploppt keine auf. Du musst einfach fliegen. Und irgendwann macht's plopp und die ist vor deiner Nase. Also ich bin jetzt drin. Aber jetzt nicht normal, du musst schon im Weltall sein. Ja, ich bin im Weltall. Bist du auch aus der Zone rausgeflogen vom Planeten, so richtig? Ich fliege mal ein Stück weiter höher oder so. Ah, jetzt. Ich war scheinbar noch mit dem Arsch irgendwie drin, oder? Genau, das habe ich mir auch schon ab. So, guten Tag, die Herrschaften. Kripsi! Mir fällt auch gerade ein, wir haben schon Ewigkeiten nicht mehr gespeichert. Das ist toll. Naja, du warst ja auf einmal doch damit beschäftigt, die Nachrichten abzuspielen. Ich war ja zu Hause. Das ist ein anderer Spieler hier, ne? Warum hab ich nicht gespeichert? Wow. Ah, das ist ihr Schiff da hinten. Guck mal. Wo? Da hinten, das Ding. Wo? Das Ding, was da so mit dem Arsch da oben führt. Oh, wie geil ist das denn? Ah, das ist immer nach oben. Ich dachte, das würde nur so aussehen. Ja, ein bisschen ich dachte, der Arsch nach oben würde dann nach hinten zeigen. Das ist ja cool. Das sieht aus wie ein Schmetterling. Ja. Ja. Ich will auch sowas Cooles. Ich auch. Na, jetzt müssen wir erstmal hier lang kommen. Ja, ich komme hier schon, Oh, hier ruckelt's. Alter. Ja, andere Spieler halt, ne? Bei mir ruckelt's nicht. Oh. Ja, das hat nur ganz kurz, das hat wie so geschliert gerade. Das war ganz schön, ne? Unangenehm. Und dann erstmal ab zur Basis und speichern. Mhm. Gießt wer vor? Ich bin Priester. Achso. Ja, mir ist egal. Unser Zuhause ist doch schön, oder? Polo hat es selbst gestaltet. Eine perfekte Blase, die uns von den Wächtern und den rachsüchtigen Korvaks abschirmt. Gnada sieht die Zeit kommen und gehen. Ich frage zuerst nach Artemis. Ein Reisender Entität. Kennst du sie vielleicht? Ich kenne ihre Nummer nicht. Gnada macht sich nichts daraus, Iterationen als Nummern anzusehen. Sie sind für uns verloren, sehr unwahrscheinlich. Die Wächter haben unsere Anomalie nicht bemerkt, aber der Anomalie sollte nichts entgehen.
Der Korvax beobachtet mich, die Haltung seiner Metallhülle hat etwas Organisches an sich und strahlt eine gewisse Ruhe aus. Jetzt frage ich nach Nada. Nada erwachte mit dem Tod von Korvax Primus. Er konnte nicht verstehen, warum solche Dinge passieren, warum wir alleine sind. Jetzt bin ich andersartig. Die Konvergenz sieht nicht, was ich sehe. Nada ist nicht mehr allein. Nada hat Polo-Freund. Jetzt viele andere Freunde besuchen. Unsere Konvergenz ist klein, aber Nada ist glücklich. Jetzt frage ich ihn nach der Raumstation. Unsere Anomalie ist frei, unabhängig davon, was draußen vor sich geht. Sie nutzt ihre Freiheit wie Nada, um zu beobachten und zu suchen. Die Wächter, der Atlas, sie machen sich nichts aus diesem Ort. Ich spüre ihre Blicke, sie jagen uns. Und jetzt frage ich nach Polo. Polo-Freund hat Nada gefunden, hat mein Signal gefunden. Nada ist in Sicherheit. Nada sucht jetzt nach anderen Signalen, damit andere sicher in Sicherheit sind. Das war's. Sprich mit Polo-Freund, Reisender. Vielleicht weiß er mehr über den verschollenen Artemis. Er nimmt Dinge klarer wahr als Nada. Polo-Freund ist hier. Direkt gegenüber. Willst du jetzt lesen? Oder futterst du gerade? Ich esse gerade Salami. Freunde findet man überall. Man muss nur wissen, wo man sucht. Freunde in allen Formen, in allen Größen und in allen Umgebungen. Artemis, Freund, du bist, wo sie sein sollten. Das erscheint unmöglich, aber alles ist möglich. So ist das Universum nun mal. Wir werden ihn finden. Daran besteht kein Zweifel. Es gibt immer ein Signal oder eine Spur. Fragen wie... Ich drück drauf. Unsere Heimat wird sich darum kümmern. Wenn du gehst, wirst du nicht mehr dort sein, wo du warst. Du wirst einen Schritt näher sein. Oder vielleicht auch nicht. Eine Entdeckungsreise ist aufregend, nicht wahr? Vielleicht solltest du etwas Zeit mit anderen Freunden verbringen, bevor du gehst. Wir helfen uns hier alle gegenseitig. Ich verbringe die ganze Zeit mit meinen Freunden. Ja, und jetzt können wir einmal mitkommen. Ich weiß den Weg. Weil ich habe das erst gemacht. Ich habe das, glaube ich, 3 oder 4 Mal gemacht. Oh, weil mir ständig zwischendurch das Spiel abgeschmiert ist. Oh, junger Reisender, du erforschst die Grenzen des Universums. Oh, wie ich dich beneide. Meine Zeit in der Realität ist längst vergangen, aber ich vermisse sie so sehr. Vielleicht hast du etwas Mitleid mit einer alten Seele und teilst ein paar deiner Abenteuer mit mir. Ich sehne mich nach den Sternen und nach dem Ruhm der Entdeckung. Gebe ihm meine Planetendaten. Vielen Dank, Kleiner. Hab ich nicht. Hallo, ich bin groß. Du kannst dir nicht vorstellen, was mir das bedeutet. Bitte nimm dieses Nanit. Es ist nicht viel, aber es ist alles, was ich habe. Kann ich mir die Rasse, wo der ist, echt interessant. Einfach nur so ein Baumstamm und die Löcher im Baumstamm sind einfach die Augen. Ich finde das irgendwie mega interessant. Ich kann keine Daten geben. Ja, dann ist das so. Dann hast du nur nicht genug. Jetzt müssen wir hier hin, kommt. Aber das heißt, ich muss mit ihm sprechen, aber es, nee, mit Nanit, hä? Nein, nicht Nanit. Nanit ist die Währung. Hier können wir dann gleich die Baupläne freischalten. Ich habe Geflüster über dein Eintreffen gehört, neuer Reisender. Ich habe das Singen der Drohnen vernommen, ihre abgehackten Stimmen im Einklang über eine frischen Anomalie sprechen hören. Ich werde dir helfen. So, hier müsst ihr jetzt was kaufen, damit die Quest aktiv ist. Verbessert den metallischen Handschuh. Haben wir überhaupt einen Handschuh? Denke ich mal. Ein Übersetzer, einfacher Übersetzer. Eine automatische Übersetzungsvorrichtung, die zeichnet Gespräche in der Nähe auf und analysiert sie eher die Daten durch eine Konvergenz. Das finde ich cool. Aber es kostet einen Kabelbaum, das will ich nicht. Was sind das? Obwohl, Nachrichten. Nicht das Beste. Lichtbox. Schild, Gitter. Oha, ich habe voll viel Nanit. Was will ich denn mal? Jetzt habe ich nochmal den Übersetzer. Jetzt kann man das auch mit Waffen. Raumschiffforschung, nee, das wollte ich eigentlich nicht. Ach, Gottchen. Nee, das Raumschiff ist mir noch egal. Ich will lieber mein Multifunktionswerkzeug. Hallo, danke. Ui.
Plasmawerfer. What the fuck? Glutspeer. Ui. Streublaster, Impulswerfer. Neutronenkanone. Wow. Kampfvisier. Alter, was braucht das alles bitte? Habe ich noch nie gesehen. Glutspeer ist cool. Aber ob ich das will? Lauf-Invisator, erweitert den Blitzwerfer um eine Leistungsstatus. Nee, finde ich alles nicht so geil. Ich hätte dann lieber den Bohrer, den erweiterten. Aber er kostet 460, das kann ich mir nicht leisten. So, was soll ich denn hier mal freischalten? Landefeld. Mhm. Aber es kostet 10. Ich habe 12. Mhm. Das ist schon echt viel. Aber das merken wir uns mal. Ich guck noch mal weiter. Eine sichere Untergrundparkanlage für das mittlere Roma-Exo-Fahrzeug. Oh, wir haben das nicht mal. Aber Hauptsache, wir können ja Ding schon machen. Ja. Ich könnte einen zylindrischen Raum könnte ich machen. Also einen Raum und eine Tür dann dazu oder sowas. Dass man eine richtige Raumstation bauen kann. Aber Lagerbehälter, alles klar, meins. Schreibtischstuhl. Lagerbehälter. Für Inventargegenstände. Warum? Eine Laterne. Was ist das? Elektrische Tarneinheit. Ein Bandschalter. Ja, ich könnte. Wunderlich viel machen kann ich nicht. Nee, ihr habt mir ja auch euer Spiel. So, soll ich denn? Jetzt habe ich noch 7 jetzt. Oh, warte, ich könnte dir meins eigentlich auch, meine 2 auch geben. Dann hast du wie viel? 14? Nee, ich habe jetzt, den Lagerbehälter freigeschaltet, damit wir den bauen können. Aber den Lagerbehälter hatte ich doch auch. Ach, stimmt. Ganz vergessen. Aber was soll ich denn dann holen? Oder was hättest du jetzt haben wollen, sozusagen? Ja, diese Landedinger vielleicht. Chrissy, hast du noch Nachrichten? Nachrichten? Also diese, ach so, diese Daten. Geborgenen Daten? 4 Stück habe ich noch. Sonst gebt mir doch eure nochmal rüber, dann kaufe ich so einen Landeplatz. Beziehungsweise die. Ja, ich stelle mal den Bauplan. Den Bauplan für den Landeplatz, ja. Wo sind sie denn, meine 2? Da. Chrissy braucht mir dann auch nur einen geben, wenn Sira mir ihre 2 gibt. Kannst beide, kannst alle 4 haben. Und Landefeld gelernt. Oh, Mikroprozessoren und Ionenakkus und Metallplatten, 10 Stück, Alter. Das geht. Total. Geht. Ich hätte eigentlich jetzt irgendwie so gedacht, dass du irgendwie voll die Kabelbäume oder sowas brauchst. So, jetzt müssen wir nochmal zu Nada zurück. Mhm. Er ist falsch. Nada und Polo treiben zwischen den Welten. Es gibt viele. Hast du sie gesehen, reisender Freund? Nada wünschte, sie könnten das. Nada bereut vieles. Fragen, was zu tun ist. Kann ich nicht. Die reisende Identität kann ihren eigenen Freund gehen. Finde die Artemis-Identität, Entität, erkunde mit anderen, besuche großartige Orte. Mein Gott. Mach das, was du möchtest, reisender Identität. Warum sage ich immer Identität? Ich bin doof. Entität. Wir werden dir dabei helfen, so wie andere auch. Selbst wenn du den blutroten Lügner suchst. Nach dem blutroten Lügner fragen? Blutroter Lügner, Atlas. Falsche Entität. Korvax verehren ihn, aber Nada weiß es besser. Nada weiß, wo er verweilt. Nada ignoriert es aber. Wenn die reisende Entität Atlas finden möchte, wird Nada helfen. Nada möchte, dass du in Sicherheit bist. Um Erkundungshilfe bitten? Natürlich. Nada wird auf deiner Karte ein echtes Wunder markieren, aber lass dir ruhig Zeit mit deiner Reise. Finde deine Struktur. Sprich mit den anderen auf dieser Station. Sie haben dir auch etwas anzubieten. Du kannst jederzeit zu uns kommen, reisende Entität. Du bist bei uns immer willkommen. Damit ist das Tutorial geschafft. Ja, für euch, ja, aber für mich nicht. So gesehen. Hallo? Weil jetzt haben wir halt, jetzt
Jetzt aber halt nicht. Weil ich ihn nicht an, weil ich nur weggehen kann. Ich kann ihnen sonst nichts sagen. Hä? Hast du die Quest noch nicht fertig vielleicht? Musst du vielleicht noch was kaufen? Vor allem, ob irgendein Geräusch gibt mir tierisch auf den Nerv hier. Weiß es nicht. Muss ich irgendwas bauen oder? Ja, du musst ja lesen, was du machen musst. Du hast doch eine Quest. Geh mal auf Escape und guck mal bei Protokoll unter Missionsziele. Ich habe jetzt zum Beispiel die Weltraumanomalie untersuchen und suche Unterstützung für Artemis. Der Weg des Atlas, das schwarze Loch erreichen und die Weltraumanomalie. Setze die Suche nach Artemis fort. Das sind Weltraumanomalie beherbergt einige andere Reisende. Manche von ihnen helfen dir auf deiner Reise, indem sie Upgrades aus Nanit herstellen. Hä? Ja, wahrscheinlich andere musst du noch ein Upgrade kaufen. Andere bitten dich um Hilfe, keine Ahnung. Ich hatte doch welche gekauft. Okay. Ich bin verwirrt. Ja, ich auch. Ich verstehe nicht, warum das bei dir nicht richtig geht alles. Wenn ich... Musst du diesen Helios da nochmal ansprechen, oder was? Ja. Ja, dann mach das doch mal. Wo ist denn der? Naja, der ist doch markiert, oder nicht? Warte, ich zeig's dir sonst gleich. Ach, Helios, ist das dieser Baum gewesen? Ja. Der war da unten. Na, dann kann ich aber keine Daten geben und dann kann ich nur Pläne und das war's. Mehr kann ich nicht machen. Hä? Warum? Das ist seltsam. Vielleicht kann ich das jetzt machen. Ein Eisequenz hier? Setze ein überlebensfähiges Ei ein. Nö. Daten geben, keine neue Entdeckung. Dann hast du wohl nicht genug entdeckt. Hä? Sehr komisch. Also ich kann hier nichts machen. Was eine Scheiße. Das ist das, was mich stört, dass das nicht alles für alle gilt, wenn man zusammenspielt. Lest mir mal bitte deine Primärmission vor. Weltraumanomalie untersucht. Die Weltraumanomalie beherbergt einige andere Reisende. Manche von ihnen helfen dir auf deinen Reis, indem sie Upgrades aus Nanit herstellen. Andere wiederum bitten dich vielleicht um Hilfe bei ihren eigenen Reisen. Ja. Musst du vielleicht irgendjemand anders da anquatschen? Dann würde bei mir nicht unten irgendwann stehen, mit Helios reden. Ich kann dem Nanit anbieten. Oder fragen, wo er herkommt. Okay. Tauschhandel. Helios nimmt mein Angebot ein. Nimmt mein Angebot an und gibt mir ein Paket. Okay. Und ich habe jetzt Geld gekriegt dafür. Okay. Ist merkwürdig. Oh, er hat dir Geld gegeben. Ja, das auch. Irgendwie 22.000 oder so. Ja, solange ich ihnen wahrscheinlich nichts geben kann, solange werde ich nicht weitermachen können. Ja, aber ich verstehe auch nicht, wo das Problem jetzt ist, wie man das beheben kann. Mach doch mal eine Bildschirmübertragung. Lass mich mal. Während einer Aufnahme eine Bildschirmübertragung, das wird über den PC so bevor, dass mir gar nichts mehr funktionieren würde. Dann halt danach. Oder wir machen kurz Pause. Und wie lange geht es mit der Folge?
Wir sind bei 25 Minuten, wir können eigentlich mal ein bisschen früher Schluss machen. Ja, wir haben jetzt Folgen, die fast 50 Minuten lang sind. Also das wird nicht so schlimm sein, wenn wir jetzt mal... Dann vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao! Tschüss!